Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute gibt es ein feines Spiel auf der PlayStation VR und zwar Falcon Age. Wir sind ein Falkenjäger und müssen Quests zusammen mit unserem Falken erledigen. Das heißt, wir müssen im Team zusammenarbeiten. Wenn zum Beispiel irgendetwas ganz hoch hängt, dann müssen wir unseren Falken dahin jagen. Wir müssen auch aufpassen, dass er nicht stirbt und so. Sehr, sehr cool gemacht. Ich bin der Voodoo, bei mir gibt es Gameplay, Hardware-Tests, News und Events zum Thema VR und AR. Also abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr auch nichts mehr, wenn ihr auch noch die Glocke drückt. Jetzt aber viel Spaß mit Falcon Age und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Und ja, wir sind hier mitten auf dem Berg, würde ich sagen. Guck mal, da sitzt einer. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier auf den Story-Modus. Und schauen uns das mal an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht richtig kalibriert bin. Ist das so, dass ich so weit unten stehen muss? Wahrscheinlich schon, ne? Guck mal, da ist einer. Wecken mit T, Trigger, ne? Ja, genau. Seht ihr das so? Wie seht ihr das eigentlich? Ah ja, genau, aus meiner Perspektive. Ja, genau, das ist gut. Guck mal hier. Zum Zielen mit Teleport gedrückt halten. Ah ja. Oh, ich habe die Hände falsch rum. Besorge Futter. Besorge Futter, okay. Ja, wie denn? Schließen? Ich muss jedes Mal gucken. Schließen. Essen verteilen. Ah, guck mal. Wie cool. Hier. Hey! Dann eben nicht. Geh zur Umerziehung. Was? Wow, das sieht ja richtig geil aus. Ich habe mir das jetzt mal selber reingeschraubt, das Essen. Guck mal, da. Oh, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Guck mal, er hier. Sprich mit dem Wächter. Felicitations. Ja, heute ist ein großartiger Tag. Be grateful. Ich bin noch nützlich. Aha, um dich auf die noch spannenderen Orte außerhalb des Planeten vorzubereiten, wohin alle anderen der Kolonie schon vor Wochen gereist sind. Teil 15 der Umerziehung. Ach, guck mal, man kann das so drehen. Sehr cool. Please cooperate. Okay, er wird mir Fragen stellen. Okay. Dann mach das mal. Was macht ein guter Bürger aus? Keine Ahnung. Was auch immer. Was macht eine gute Gesellschaft aus? Ich bin einfach mal fies. Ist mir egal. Aha. Gut, wir dürfen raus. Geh raus und sammle Erz. So, wir haben hier so ein Option. Oh, guck mal hier, Teleport. VR-Strafing. Stufenloses Drehen. Rennen. Oh Gott. Linzeln beim abgestuften Drehen. Controllerbeschleunigung. Sieht man mal ein bisschen aus. Ja, das sieht ja gut aus. Kann ich jetzt tatsächlich Smooth Locomotion machen oder was? Ich meine, so ist das eigentlich auch okay. Ne? Hallo, das sieht ja cool aus hier. Folge mir mit deinen Werkzeugen. Was für Werkzeuge? Oh, guck mal. Jetzt habe ich Werkzeuge. Erzbehälter. Wie Erz ablegen? Ich habe ja noch gar kein Erz. Muss ja erstmal hier. Um den Hammer auszurüsten? Das ist ja Quatsch. Ich denke mal, das steht so. Ja, genau. Hey, cool.
Wir haben Erz, wir haben Erz. Okay. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal cool an. Müssen wir das jetzt alles abbauen? Nee, ne? Ne, wir lassen das erstmal, ne? Das muss ja reichen jetzt hier. Die Säume muss ja jetzt hier nicht zu sehr auf den Keks gehen. Folgen. So. Hä? Also so ganz habe ich die Störung nicht verstanden. Deponiere Erz in den Behälter. Reicht das? Geh raus. Ja, habe ich. Oder? Nee. Machen wir mal zu wieder. Habe ich? Nö, hat nicht gezählt. Okay. Wo ist das Problem? Warum zählt das? Muss ich bestimmt eine bestimmte Anzahl oder was? Ah, okay, ich musste eine bestimmte Anzahl. Na gut. Bringe den Hammer zurück. Ha! Schick! Und jetzt? Jetzt darf ich hier abhängen. Komm, guck mal da runter. Hui. Sieht ja schon fein aus, oder? Ich glaube, ich soll zurückgehen, ne? Meine Freizeit ist schon zu Ende. Also meine Freizeit besteht darin, Erz abzubauen für die. Wundervoll. Ja, warum geht denn immer das Inventar auf? So. Tag 23. Guck mal, da liegt was. Nee. Trespasser. Läuft bei dem. Guck mal da. Security alert. Hallo? Hey! Aufwachen! Was? Hä, war das jetzt schon? Füttere das Vogelbaby. Ist lecker? Noch ein? Hier! Hallo! Psst. Hand umwickeln? Ach so. Ah. Hand zum Gesicht führen und Tee drücken. Hand ausgestreckt halten. Ah, cool. Wie cool. Oh nein, bleib hier. Fütter auf der Hand. Ja, warte, dann müssen wir kurz... Kopf des... Okay. Futter aufnehmen. Muss ich das jetzt ernsthaft... So. Hey, das ist voll süß. Sehr cool. Hey, bleib doch hier. Toll. Jetzt habe ich mich gerade an den Kollegen gewöhnt. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Hi. Salutations.
Ein wunderbarer Tag. Ich bin sicher, wir wollen beide woanders hin, nicht wahr? Dieser Planet hat immerhin nichts zu bieten. Es ist primitiv und rückständig hier und es gibt Vögel, die deine Freunde vernichten. Beginnen wir mit der heutigen Umerziehung. Egal. Ich werde dir eine Reihe einfacher Fragen stellen. Bitte beantworte sie richtig. Hast du Zuckungen im Gesicht? Wie ist der beste Weg, gut zu sein? Stören. Alles in Frage stellen. Wofür bist du als Bürger einzig verantwortlich? Ist alles egal. Für deine Kooperation hast du dir etwas Ausgangszeit verdient. Das ist jetzt ernsthaft meine Freizeit, dass ich da draußen Steine kloppe? Die haben ja wohl den Schuss nicht gehört. Ey, guck mal. Besorge rote Paprika vom Berghang? Was? So ganz? Wie soll ich denn? Das da. Holt er das für mich? Hey! Hä? Komm! Dein Vogel hat deinen Gegenstand. Bring die Hand vor dein Gesicht und drücke T. Ach so, das soll das Pfeifen sein. Das vor Gesicht halten. Guck mal! Danke! Hey! Hey! Nicht abhauen! Hey! Das ist ja cool! Während du dich über den Ball, um den Artikel wegzulegen. So. Habe ich gemacht. Jage mit dem Vogelbaby. Wen denn? Das ist ja mega cool. Guck mal, wir tun mal eine Ratte jagen. Achtung. Wieso geht denn immer dieses scheiß Menü auf? Boah, brutal! Komm. Achso, wir müssen immer vergessen, wir dürfen nicht vergessen, dass wir den Arm immer so ausstrecken müssen. Kaninchenfleisch. Na, das ist ja schon mal wirklich cool, Leute. Und was soll ich jetzt machen? Aufgaben. Na, jetzt nur noch Erz sammeln. Also das kennen wir ja schon. So. Ich hab persönlich das Gefühl, dass ich zu weit unten stehe irgendwie. Okay, das kann ich nicht, weil meine Wand da ist. Okay. Teleport geht jetzt nicht mehr. Weiß leider nicht warum. Jetzt geht's wieder. Sehr schön. Ich weiß natürlich nicht, wie viel wir immer brauchen. So. Kann man das nicht? Erz ablegen. Ja! So. Dann gehen wir mal zurück. Wir sind ja ein artiger Bot. Oder was auch immer wir sind. Oder Mensch oder freier Vogel. So. Ich klapp weg. Ist das cool, oder? Tag 42? Hä?
Das ist so cool, wisst ihr das eigentlich? Na, wir sehen uns gleich, Vögelchen. Hä, wo war das? Ah. Ich stehe im Boden drin. Ich weiß nicht, warum das jetzt irgendwie falsch kalibriert ist. Warte, ich gehe mal kurz in die Optionen rein. Oh. Warte. Gucken, ob man das hier irgendwie... Steuerung. Wir machen das mal aus. Und gucken mal, was jetzt passiert. Ah ja, okay. Also wir haben auch Smooth Locomotion. Das ist natürlich auch cool. Und wir haben auch, das habe ich gerade schon gesehen, Lauftempo, stufenloses Drehen. Mal gucken. Ja, das ist ja nicht stufenlos. Hä? Null. Muss ich das verstehen? Oder muss ich das erst ab... Ach so, das muss man erst aufmachen. Boah. So. Also ihr seht, wir können beides machen. Wir werden so langsam freuen. Ich denke nicht. Das passiert, wenn zwei Wesen sich über längere Zeit Gesellschaft leisten. Also über eine beispiellose Anzahl an Tagen, wenn das niemand ist. Aber die Langeweile zu lindern. Aber das wird nicht mehr so lange weitergehen. Bei Konversation habe ich eine Erfolgsrate von 100%. Ah. Oh. Dieses Mal werde ich nur eine Frage stellen. Du wirst die richtig beantworten. Du wirst dich endlich richtig... Was sagst du, damit wir von hier verschwinden können? Darfst du... Darfst du das überhaupt fragen? Du willst nicht, dass ich gehe. Ich kann keinen Transport von diesem Planeten aus, bis du rehabilitiert bist. Und ich schreie nicht. Ha! Möchtest du reintun? Flüchte aus dem Gefängnis. Wir haben den nur mit Sprache verwirrt. Das ist ja auch geil, oder? Wo ist denn der Vogel? Da. Ich denke mal, dass wir hier... Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Komm, wir holen mal den Vogel. Hallo? Vogel? Oh shit, der hat mich gesehen. Hey, geh nach vorne, du Idiot! Irgendein Alarm ist ausgelöst worden, das ist nicht gut. Scheiße, go! Komm schon. Hä? Das können wir... Ne? Hol das mal für mich, Vögelchen. Kriegst du das auf die Kette? Loslassen, während du dich über den Beutel befindest, um den Artikel... Die Animationen sind manchmal ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Was war das denn jetzt? Erz? Ja. Tracking funktioniert wieder wundervoll. Ja. Geil gemacht auf jeden Fall, oder? Also das ist ja richtig cool. Das heißt, wir müssen zusammen mit unserem Vögelchen müssen wir hier Aufgaben meistern. Zum Beispiel... Können wir dem bestimmt jetzt sagen, dass er da dieses Ding durchknuspern soll?
Mach das mal. Die Grafik sieht hier leider nicht so geil aus, muss ich jetzt sagen. Also das hier sieht alles sehr, sehr altbacken aus. Aber ja, ist ja egal. Ich meine, es macht trotzdem Bock. Das sieht aber tatsächlich sehr, sehr... Naja, also hier fehlt es ja wirklich an sämtlichen Details. Das sieht wirklich nicht schön aus hier. Das sieht aus, als wenn da gerade so ein paar Assets hingeplackt sind. Na gut, egal. So, den kann er auch mal. Wo ist er? Da. Bam. Ich hoffe, dass die Grafik dann noch besser wird, weil das muss ich sagen, stört jetzt so ein bisschen die Atmosphäre für mich persönlich, dass das so fies aussieht hier. Ich meine, guckt euch mal diesen Stein hier an, das ist einfach kopiert, eingefügt, kopiert, eingefügt, kopiert, eingefügt. Irgendwie komisch. Und diese Dinger hier sehen auch nicht schön aus. Naja. Shit. Komm mal, Vögelchen. Kommst du? Hallo? Hallo? Ach, der haut direkt ab wieder, der Pappnase, ey. Flüchte aus dem Gefängnis. Hab ich. Sind wir. Wow! Wir sind aus dem... Da ist jemand. Zum. Also Leute, ich weiß nicht, irgendwie stimmt hier hinten und vorne was nicht mit der Kalibrierung von dem ganzen Kram, oder? Der hat doch jetzt gerade ganz woanders hingeschaut, da war ich doch gar nicht. Wir gucken nochmal kurz, kann man das hier irgendwie... Ich drücke nochmal kurz auf den Optionsknopf. Hat aber auch nichts gebracht. Stabtaste. Other. Nö, nicht wirklich, ne? Naja, dann ist das halt so. Boah, guck mal. Hallo. You're awake, finally. Ja, ich bin wach. Danke fürs Retten. Oder was? Ayo. Du kannst von Glück reden, dass du den Peilsender aus deinen Armen entfernt hast. Ach so, das hat die gemacht. Mit Kranken konntest du noch nie gut umgehen. Ha! Hör auf, dich zu beschweren. Sarangerei? Schön, meinen eigenen Namen zu hören. Maschinenzungen. Das ist aber nicht ihre Schuld. Glaube nicht, dass ihre Erbauer sich für die Aussprache unserer Namen interessiert haben. Das Spiel keine Sprachausgabe? Insbesondere, wenn sie sie falsch ausspricht. Dein Vater hat dir den Namen ausgesucht. Also so einige Sachen passen mir nicht so ganz an dem Spiel. Aber insgesamt ist das natürlich auch wieder sehr, sehr schön. Ein schöner Name, ja doch. Was hilft dir das schon? Dein Tati sah gut aus und das hat ihm sehr geholfen. Pass nur auf, dass du nicht genauso endest wie er. Beruhige dich doch. Nun, Mädchen, hast du mir wohl etwas zu sagen? Ich bin eine Falkenjägerin. Genau wie du. Nein, bist du nicht. Du bist lediglich ein Mädchen mit einem Falken, der genauso wild ist wie du. Um Falkenjägerin zu werden, muss man mehr tun, als nur einen Vogel zu finden. Jahrelanges Training, Rituale, Traditionen, die meisten davon sind vergessen. Könntest du es mir beibringen, genau. Es ist wohl wahr.
Sie hat dich ausgewählt, wohl oder übel. Der Vogel muss wohl was in dir sehen, tief in dir. Und siehst du auch was in mir? Ich möchte dich etwas fragen. Warum möchtest du eine Falkjägerin sein? Erzähl mir keinen Unfug. Ja, es entsteht eine Verbindung zwischen uns. Das ist die erste vernünftige Aussage von dir. So klug sie auch ist, sie ist nur ein Vogel. Sie wird dir nicht sagen, wohin es geht, es sei denn, du weißt schon, wohin du willst. Irgendwo anders. Das ist gut. An einem anderen Ort. Was glaubst du, was hier nicht stimmt? Immer nur du. Du, immer nur ich. Du hast nie viel über andere Leute nachgedacht, aber vielleicht kann sie dir das beibringen. Ist das ein Ja? Wir haben keine Zeit, in Rätseln zu sprechen. Ja, ja, Mann, ja, machen wir. Ein Falke braucht einen Namen. Irgendwas Hübsches. Wir müssen uns erst das Recht verdienen, unseren Vögeln einen Namen zu geben. Und alles, was du dir bislang verdient hast, ist die Chance, dich zu beweisen. Als erstes wirst du der Vogeldame etwas Futter bringen. Siehst du denn nicht, dass sie Hunger hat? Also gut. Ja, Tantchen, das höre ich gerne. Tut der Seele gut. Bring mir Kaninchen und Paprika, dann zeige ich dir, wie man sie füttert. Hörst du? Worauf wartest du denn noch? Bewegung. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Zum Öffnen der Karte. Ah, guck mal. Cool. Karte. Sammle 4 rote Paprika. Ja, das ist jetzt Sammelarbeit. Kann man die wieder zumachen? Nee, kann man nicht. Doch, auf T. Nimm mal. Hallo? Und du sollst damit auch wieder herkommen. Nicht abhauen. Und hier den kannst du auch direkt nehmen. Ist ja geil, oder? Sehr. Ey! Wunderschön. Ja, Leute, so sieht das aus. Das ist sehr, sehr interessant, das Spiel. Wir haben jetzt so also ziemlich die Einleitung gesehen und müssen jetzt einige Quests erledigen. Das ist sehr cool gemacht. Wenn ihr an der Stelle weiterschauen wollt, dann guckt mal auf meinem englischen Kanal. Da geht es an genau der gleichen Stelle weiter. Den Link findet ihr unter dem Video. Aber wir gehen jetzt mal zurück ins Studio und reden über das Spiel. Falcon Age war das, Leute. Ja, ich habe, wie gesagt, auf dem englischen Kanal noch weitergespielt, deswegen kann ich da jetzt auch noch natürlich ein bisschen mehr zu sagen. Es ist schön, aber es ist nicht perfekt. Ja, also ich hatte Probleme mit der Steuerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Man drückt ja auf der großen Daumentaste drückt man drauf, damit er nach vorne geht. Manchmal ist er bei mir aber einfach zurückgegangen, obwohl ich den nach vorne gehalten habe. Sehr merkwürdig. Dann bin ich an manchen Treppen hängen geblieben. Da musste ich sogar das Smooth Locomotion ausstellen und dann auf Teleport umstellen, damit ich überhaupt da hochkam. Also da sind durchaus ein paar Bugs noch drin, ein paar Glitches und so. Zum Beispiel dann auch, dass das Inventar laufend aufgeht. Zum Beispiel, ich soll schlafen gehen. Ne? Dann ist da das Bett und da steht, drücke Trigger. Drücke ich einen Trigger, geht das Inventar auf und dann geht er schlafen. Warum? Ich meine, also irgendwie, das habe ich noch nicht so ganz kapiert, warum das so ist. Ich denke mal, dass das nicht so gewollt ist. Auf jeden Fall, so an sich ist das ein cooles Spiel. Also die Idee, mit dem Falken zusammenzuarbeiten, ist auch sehr geil und es macht auch Spaß. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist, um Gottes Willen, aber es hat seine Macken auf jeden Fall. Grafisch ist das komplett geteilt. Es gibt Areale, wo du denkst, wow, das sieht so richtig cool aus. Und dann gibt es Areale, wo du denkst, wie hässlich sieht das denn hier aus? Ne? Also das schwankt total die Grafikqualität. Aber ich meine, mein Gott, solange das Spiel Spaß macht, ist das ja alles noch schön. Auf jeden Fall sehr cool, so den Falken da so sitzen zu haben und den dann so zu füttern. Das ist halt einfach richtig geil. Das macht Spaß. Und man fühlt sich auch wirklich, als wenn man so ein Falkenjäger dann auch ist. Ne? Die Kämpfe sind
nicht so einfach tatsächlich. Ich hatte auf meinem englischen Kanal dann so ein paar Kämpfe, wo ich dann so diesen Stab hatte und diese Roboter so nach unten ziehen musste und dann draufschlagen und gleichzeitig musste den Vogel dann auch noch. Und der verliert relativ schnell an Energie und wenn er dann, der stirbt zwar nicht, aber der sitzt dann einfach nur so auf dem Boden und macht nichts mehr. Und dann musst du halt wirklich aufpassen. Also das ist durchaus. Und dann gibt es auch noch Rezepte, ne? Dann kannst du Rezepte kochen für den Falken und das ist durchaus gelungen, muss ich sagen. Wie gesagt, die paar Fehler sind noch da, da sollten sie noch ein bisschen dran arbeiten, dass da diese ganzen Control-Bugs. Ich habe zum Beispiel auch, als ich diesen Snack gemacht habe, ist immer die ganze Zeit dieser Snack so rausgeglitscht irgendwie. Keine Ahnung warum. Und irgendwann hat es dann geklappt. Also die Steuerung ist im Moment für mich noch so ein bisschen das kleine Problem, wenn auch nicht unbedingt so unfassbar schlimm. Ne? Ja, Falcon Age für 20 Euro würde ich trotzdem sagen, das ist völlig in Ordnung, das ist eine schöne Idee. Allerdings haben wir auch keine Sprache. Ne? Also ihr habt gesehen, da redet niemand. Nur ab und zu machen sie mal so ein bisschen so hon hon. Aber richtige Sprachausgabe hast du halt auch nicht. Ne? Deswegen kostet das Spiel wahrscheinlich, im Gegensatz zu anderen PSVR-Spielen, ist das günstiger. Vielleicht auch genau aus diesem Grund, ne? Weil da so ein paar Sachen halt einfach fehlen. Trotzdem von mir eine Empfehlung. Mir hat es Spaß gemacht. Was haltet ihr von dem Spiel? Sagt es mir mal, schreibt es unter die Kommentare. Wenn euch das Gameplay gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de